Dr. Mondino möchte etwas mehr Farbe in sein Labor bringen. Weinrot soll es sein. Aber damit fängt das Problem erst an. Denn Farbwahrnehmung ist sehr individuell. Was für den einen Weinrot ist, ist für den anderen ein kräftiges Knallrot. Farbensehen beginnt auf der Netzhaut. Hier gibt es zwei Gruppen von Lichtsinneszellen. Die Stäbchen, die auf verschiedene Helligkeiten reagieren, und die Zapfen, die für das Farbsehen verantwortlich sind. Bei den Zapfen unterscheidet man zwischen denen, die auf rotes, grünes oder blaues Licht reagieren. Warum können wir aber so viele verschiedene Farben wahrnehmen? Das liegt daran, dass verschiedene Zapfen gleichzeitig und unterschiedlich stark gereizt werden können. Im Gehirn entstehen dadurch Millionen von Mischfarben. Eine erste Verarbeitung der Farbinformation findet in der Netzhaut statt. Diese wird dann weiter über den Sehnerv ins Gehirn zum Thalamus geleitet. Das ist die zentrale Schaltstelle, von der die Sinnesinformationen dann an den visuellen Kortex geleitet werden. Keinem anderen Sinn räumt unser Gehirn so viel Platz ein wie dem Sehen. So gibt es etwa 30 verschiedene Regionen, die auf bestimmte Bereiche des Sehens spezialisiert sind. Beispielsweise das Erkennen von Gesichtern, Formen, Bewegungen und natürlich Farben. Warum unterscheidet sich nun aber die Farbwahrnehmung von Mensch zu Mensch? Zum einen liegt es daran, was in den ersten Lebensmonaten erlernt wird. Zum anderen an unserer Biologie. Allein für die Farbe Rot sind 4 verschiedene Gene zuständig. Da jeder Mensch ein individuelles Genmuster trägt, hat er auch eine individuelle Variation von Zapfen, die beeinflussen, wie wir Farbe wahrnehmen. Dr. Mondino hat sich endlich entschieden. Das Wichtigste ist ja, dass ihm die Farbe gefällt.